Hey Leute, weiter geht's mit Let's Retro Arkwend, das vergessene Reich. Bevor wir jetzt weitermachen, Leute, werden wir wie üblich einen Sicherheitsspielstand anlegen. So. Und damit wir den nicht aus Versehen überschreiben, speichern wir wieder unseren normalen. Sehr schön. So, wir haben hier Herbert und mit Herbert, wie ist eigentlich unser Inventar? Wir sind relativ... Endlich. Jetzt weiter nach Kron. Ja. Inventar teilen. So, er ist, ja, sehr, sehr überlastet. Okay. Dann gehen wir jetzt hier nach... Wissen wir noch nicht. Kron. Das ist schon Kron. Okay. Sehr schön. Einfach hier alles nehmen. Gerg. Ich helfe euch gerne, Fremder. Ich bin Gerg. Die Leute hier in Kron sind recht freundlich. Wir beantworten gerne ein paar Fragen. Das gefällt mir. Bewundern. Ja, noch mehr bewundern. Wortgewandert hat sich auf 36 Punkte verbessert. Juhu, noch mehr bewundern und das war's. Kron. Kron ist das letzte zivilisierte Dorf in Hrothgar, vor der verfluchten Ebene der verlassenen Länder. Früher gab es in dieser Umgebung noch mehr Siedlungen, doch wurden diese während der Zeit der großen Dunkelheit aufgegeben. Heute sind wir hier jetzt sozusagen das Tor zu den Ländern im Westen. Okay. Hrothgar. Hrothgar ist ein kleines, von Nadelwäldern überzogenes Gebiet zwischen der Ebene der verlassenen Länder und den Westhängen des großen Gebirges. Im Süden bilden das große Meer eine natürliche Grenze, im Norden das innere Ringmeer. Hauptsächlich liegt dort nur unbewohnte Wildnis, bis auf die beiden kleinen Ansiedlungen Kron und Nordwind. Wanderer sollten jedoch auf die herumstreunenden Wölfe Acht geben. Stormwind. Direkt an der Bucht vom Weißfluss in der näheren Umgebung des großen Gebirges befindet sich Stormwind. Es ist das geistige und kulturelle Zentrum von Arkwend und die Hauptstadt der Alemannen. Die Stadt ist in zwei Bezirke eingeteilt und ist auch der Sitz des sagenhaften Stormwind Towers, den einst bat der erste Kaiser nach der Schlacht gegen das unsagbare Böse auf den Ruinen von Storm errichtete. Stormwind erreicht ihr entweder über den Pass vom großen Gebirge und über die Landwege der Kron-Bartländer. Haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Ebene der verlassenen Länder. Ihr wollt etwas über die verlassenen Länder erfahren? Folgt meinem Rat und wandert von hier aus nach Osten. Nur so kann man sich sicher sein, dass man nicht mit der Seuche in Berührung kommt. Okay. Wartet, wartet, wartet. Jetzt erinnere ich mich. Nackttänzerin. Das war's. Sie arbeitete als Nackttänzerin. Ah ja. Was führt euch hierher? Wow, das ist... Auf einmal... Wo kommt dieses alte Fischerweib auf einmal her? Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wie diese Destillierdinger funktionieren? Ja. Ich bin altes Fischerweib. Dies ist das Dorf Kron, das Tor in die Ebene der verlassenen Länder. Sucht ihr hier Dienste oder kann ich etwas anderes für euch tun? Na, erstmal überzeugen. Gescheitert, schade. Okay, eben... Vor vielen Jahren waren die Länder westlich von Kron ein lebhafter Ort und ein Treffpunkt für Händler aus der ganzen Umgebung. Doch dann kam die Seuche. Keiner weiß etwas darüber und eigentlich will auch keiner etwas darüber wissen. Sicher ist nur, dass jeder Mensch mit nur etwas Verstand die Ebene der verlassenen Länder meiden sollte. Kron ist nur ein kleines Dorf in Hrothgar, an der Grenze zur Ebene der verlassenen Länder. Der Weg nach Osten durch die Wälder führt euch zum Kloster Ion und Fort Ronan in den Bergen. Über den Pass, über das große Gebirge, könnt ihr zudem Stormwind, das Zentrum Arkwends, erreichen. Der südliche Fußweg führt nach Nordwind. Okay. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Dann die Dienste. Der Alamanne Garb ist Händler und handelt mit fast allem. Die Herberge Patriarchenhof bietet jedem Reisenden gutes Essen und ein gepflegtes Zimmer, auch für den kleinen Geldbeutel. Okay.
Der Patriarchenhof ist das große Gebäude dort drüben, welches in den Felsen gebaut wurde. Judas Blutacker hat vor einigen Jahren die Herberge von seinem verstorbenen Vater übernommen. Ah ja. Marms Frau. Habt ihr ein kleines Kind gesehen? Wo ist nur mein kleiner Martin? Ja, wo ist denn nur der kleine Martin hin? Wir bewundern mal. Das mag sie. Das ist äußerst reizend, Winter. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich Besseres zu tun habe. Schade. Dienste. Das kennen wir. Sprecht nicht davon, Winter. Dort herrschen seit Jahrzehnten die ruhelosen Körper derer, die der Seuche nicht entkommen konnten. Wagt euch nicht dorthin. Es wird euch nur der Tod erwarten. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir noch nicht. Stormwind ist das Handelszentrum des ehemaligen Reiches von Arctwend. Es liegt direkt bei der Bucht, wo der Weißfluss sich zum inneren Ringmeer hin öffnet. Seit dem Tod des letzten Kaisers hat es viel an Glanz verloren. Die Stadt wird unbarmherzig von Kanzler Brutus regiert. Es heißt, er beutet sein Volk mit unsinnig hohen Steuern aus. Allerdings hat er auch als einziger etwas gegen die Invasion der Orks unternommen. Von Stormwind aus gelangt ihr zu fast jedem wichtigen Ort in Arctwend. Wo ist denn nur... Ach, der kleine Martin? In dem alten Fischerhaus ist er. Hab Dank, Tagebuch wurde aktualisiert. So, hier, das ist es ja. Ich traf ein völlig verängstigtes Kind. Es erzählte mir, dass seine Auders verschleppt worden wären. Ich habe beschlossen, seine Auders zu finden. Wenn ich nur wüsste, was Auders sind, könnte ich ihm allerdings wohl schneller helfen. Es sind wahrscheinlich die Eltern. Ich bin in einem kleinen Fischerdorf angekommen, welches die Einwohner Gronn nennen. Angeblich ist es die letzte bewohnte Siedlung vor den verlassenen Ländern. Ich habe die Mutter des jungen Martin gefunden. So, habe ich damit die Quest schon fertig? Wir können ja mal nachsehen. Optionen, Aufgaben. Gronn, ein signierter Schlüssel, muss das heißen. Der Weggefährt und Schatten, was ist das? Ah, das. Geh aus Gronn. Dann der Weggefährte. Das ist Herbert. Im Schatten. Und das ist die Hauptquest. Wartet, wartet, wartet. Jetzt erinnere ich mich. Nackttänzerin. Das war's. Sie arbeitete als Nackttänzerin. Darf ich die nehmen? Ist falsch. Nun, wenn man ihr die Handflächen rasieren würde, könnte sie glatt als Affe durchgehen. Wir nehmen die einfach mal, Leute. Jetzt haben wir auch wieder eine Laterne. Gronn, Haus der Wache. Da ist nichts drin. Heute ist euer Glückstag. Lasst schon hören. Noch einmal. Junger Fischer. Ich helfe euch gerne, kurz die Ausdauer warten. Und voll ist sie. Einen guten Tag, sagt sie was anderes. Einen guten Tag wünsche ich euch, Winter. Wie kann ich euch helfen? Sucht ihr einen bestimmten Ort? Hier in Gronn oder jemand bestimmten? Bewundern. Ihr ehrt mich, Winter. Danke. Sehr selten, in der Tat. Danke. Eurem Ton mangelt es an Aufrichtigkeit. Schade. Bestimmter Ort. Gronn ist ein Dorf, das Handelshaus von Grab, der Patriarchenhof und sonst nur ein paar Fischer und Bauern. Im Westen führt ein schmaler Weg zur Ebene der verlassenen Länder. Südlich nach Nordwind. Im Westen, wir kamen aus dem Westen. Südlich von Nordwind und im Osten über den Pass nach Stormwind. Wir haben keine Dienste für Reisende zu bieten, aber Fußmärsche sind gesund. Das kennen wir. Das kennen wir. Kennen wir? Kennen wir? Judas Blutacker ist der Wirt der Herberge, Patriarchenhof und gab es der örtliche Händler. Sonst fällt mir niemand Wichtiges ein. Das kennen wir. Kennen wir auch. Wer bist denn du auf einmal? Kann ich euch irgendwie helfen? Ed der Fischer. Ich helfe euch gerne, Fremder. Ich bin Ed der Fischer. Die Leute hier in Gronn sind recht freundlich. Wir beantworten gerne ein paar Fragen.
Okay. Kein Interesse, schade. Aber zumindest ist da nichts runter. Das kennen wir. 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 So, dann. Du. Ich könnte schwören, dass es hier irgendwo ist. Was denn? Diese Wölfe! Hört ihr nicht das Gejaule? Sie bringen mich noch um den Verstand. Wirklich? Ich sollte euch schlagen. Was? Nein, bitte nicht. So, das kennen wir. 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 Dann die Wölfe. Seit Wochen streifen diese Wölfe durch den Wald südlich von hier. Die Mauer hält sie zwar zurück, aber ich habe jedes Mal Angst, einen Schritt vor das Dorf zu setzen. Wenn das so weitergeht, muss ich meine verbliebene Habe verkaufen und zurück nach Stormwind ziehen. Wenn ihr genug Mut habt, euch um diese Wölfe zu kümmern, dann bringt mir 10 Wolfspätze als Beweis für eure Tat. Ich werde euch dann belohnen. Helga aus Gronn erzählte mir, dass ein Wolfsrudel durch die Wälder südlich des Dorfes streift. Sie traut sich kaum mehr aus dem Dorf und fragte mich daher, ob ich mich um das Problem kümmern könnte. 10 Wolfspätze werden ihr als Beweis genügen. Habe ich die? Wolfspelze. Ich glaube, die habe ich abgelegt bei Herbert. Würmer. Okay, wir gehen einfach mal alles durch. Irgendwo muss doch hier Wolfspelz sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Wolfspelze haben. Nein, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir die noch erledigen. So, die Hühner und die Küken kriegen wir leider so nicht so einfach. Blasebalg. Ich soll die W-Taste drücken, da geht aber nichts. Dass es hier irgendwo Esse. Ist. Erzschmelzen. Ein Erz und zwei Holz. Oder Goldschmelzen. 2 Rohgold und 2 Holz. Ich kann hier Erz schmelzen. Ich habe Erzbrocken. Aber ich habe kein Holz. Ne, ich habe Ast. Zählen Äste? Wir testen das mal, Leute. Nicht schon wieder. Holz, ich will Holz. Okay, dann kriegst du das wieder zurück. Äste zählen offenbar nicht als Holz, Leute. Und sonst habe ich, glaube ich, keines. Dann bräuchten wir noch Holz. Okay, haben wir sonst hier noch jemanden? Seid gegrüßt. Danke, sei ebenfalls gegrüßt. Hier hätten wir eine Angelrute. Die lassen wir mal. Das ist eine kleine Insel, wo sonst nichts ist. Da gehen wir später mal hin. Aber noch nicht jetzt. Ich möchte erst das Dorf weiter erkunden. Okay, was haben wir hier? Haus des Fischers. Ja, dann wir speichern mal kurz, Leute.
Vielleicht sollte ich erstmal, oder ich kann ja noch ein bisschen was tragen. Wir gehen mal rein. Du bist mir gefolgt. Ich hoffe, es noch einmal, aber mit Gefühl. Okay, ich hoffe, ich kann trotzdem klauen. Gibt es überhaupt was zu klauen? Oh. Das war der Dolch. Nein, das war der... Okay, egal. Ich habe kein Licht mehr. Habe ich einen Zauber für Licht? Bescheidene Hilfe, festes Wasser... Oh, ich habe festes Wasser. Eisschaden, Giftschaden, Blitzschaden, Feuerschaden. Interessant, wo habe ich denn die Zauber her? Das weiß ich gar nicht mehr, dass ich die bekommen habe. Ich möchte das hier mal nach links packen, Leute. So, dann sehe ich nämlich auch hier die Karte und die Effekte. Okay, das heißt, wir könnten hier sogar ein bisschen üben. Ja, wieso nicht? Bescheidene Hilfe ist ein Zauber. Der hat keine Klasse. Der hat keine Schule. Die hier sind Zerstörung und hier Veränderung. Ja, wieso nicht? Kann man ja mal ein bisschen üben. Üben wir Veränderung. Noch einmal, aber mit Gefühl. Hat funktioniert. Aber Licht haben wir noch nicht. Und sonst scheint es hier absolut nichts zu geben. Nun, wenn man ihr die Handflächen rasieren würde, könnte sie glatt als Affe durchgehen. Wow. Okay, dann. Gregshaus. Da darf ich nicht rein und ich habe kein... Dietrich... Ich gehe vielleicht doch mit. Ach nein. Aber mit Gefühl. Haus des Alten. Okay. Licht. Zumindest ein bisschen was. Gepökeltes Fleisch. Nichts, nichts. 21. Das hier ist Silber. Boah, das wiegt alles so viel. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 1700... Okay, das geht. Dann müssen wir jetzt nicht zwingend alles mitnehmen. Andererseits... Holz? Nein, kriegen wir nicht. Mist.